Hallo, wir sind hier in der Beratungsstelle des Caritasverbandes in Papenburg und insbesondere im Fachdienst häusliche Gewalt. Ich bin Claudia Hamann vom Caritasverband Osnabrück-Melle. Ich mache Kurberatung und berate vornehmlich Mütter und Väter und pflegende Angehörige. Ich habe festgestellt, dass durch Corona die Menschen belasteter sind. Wir haben schon auch viele Veränderungen festgestellt. Unsere kleine Küche wurde leider geschlossen, weil die so klein ist, dass da nur eine Person sich aufhalten darf. Es gibt deutlich mehr Kontaktzahlen, auch die Kontakte über E-Mail sind deutlich gewachsen. Man betritt das Haus und schon kommen die ersten Hinweise in Rot, also als Warnhinweis: Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen. Das sind nicht nur neue Wörter, sondern auch neue Regelungen für Kinder, die wir ihnen gut erklären müssen, aber die Kinder auch ganz toll im Alltag umsetzen. Auch von den Angehörigen bekommen wir oft ein Lob und auch Anerkennung, dass wir das toll machen, dass wir unseren Job super machen. Wir haben am Fenster Beratungen und Gespräche durchgeführt. Das heißt, dass wir konkret auch einen Kaffee rausgereicht haben. Zum Beispiel, jetzt missen viele Menschen aus und haben eben Dinge, die sie gerne spenden wollen. Wo kann das dann eben hin? Oder es sind Leute, die in Quarantäne sind und eine Einkaufshilfe suchen. Da arbeiten wir, wie auch schon im ersten Lockdown, sehr eng mit den Kirchengemeinden zusammen und schauen eben, wer da vor Ort gut helfen kann und einsteigen kann. Wir rocken unseren Job und wir sind trotzdem noch guter Stimmung und wir schaffen das. Wir kommen da wieder heile raus und freuen uns, wenn die Einschränkungen wieder vorüber sind, euch alle herzlich willkommen zu heißen. Genau, und sind sonst natürlich weiterhin auch per E-Mail und per Telefon erreichbar.